Gottes Beweis. Mein alter Geschichtslehrer hat auf Fragen, die er nicht beantworten konnte, immer gesagt, man soll ihn das nochmal fragen, wenn er es gerade weiß. Heute verstehe ich ziemlich genau, was er damit gemeint hat. Es gibt immer Phasen, da weiß man irgendwie total viel. Und dann eben auch Phasen, da weiß man dann doch eher wenig bis sehr, sehr wenig. Einfach so. Diese Phasen können innerhalb eines Tages mehrfach wechseln. Wer Glück hat, macht in den Phasen, wo er gerade sehr, sehr wenig weiß, etwas Sinnloses, wie zum Beispiel mal Sport. Wer Pech hat, ist in den Phasen, wo er gerade sehr, sehr viel weiß, praktisch immer am Schlafen. Und dann gibt es natürlich noch die paar seltenen Phasen, da weiß man praktisch alles. Früher, nachts an Kneipentischen, habe ich diese Phasen häufiger mal mit Freunden erreicht. Irgendwann wussten wir auf einmal alles, aber absolut alles. Doch am nächsten Morgen alles weg. Keiner konnte sich mehr erinnern. Sehr mysteriös. Beim nächsten Mal waren wir noch schlauer. Haben, als wir plötzlich wieder alles, aber absolut alles wussten, alle zusammen alles auf Band gesprochen. Aber am nächsten Morgen war auf diesem Band nur noch ein wirres, sinnloses Gelalle. So. Und jetzt frage ich, was muss das für eine große, ungeheure Macht sein, die so etwas bewerkstelligen kann? Und die sich dann vor allen Dingen auch noch die Mühe macht, unser großes, gewaltiges Geheimwissen durch sinnloses Gelalle zu ersetzen. Also mir reicht das als Beweis.